Ein kleines Hey und ein großes Home und ein herzliches Willkommen zur weiteren Folge von Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir sind gestern hier angekommen. In der letzten Folge sind wir hier angekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das gestern war, weil das Spiel ist nicht gleich weiter. Und jetzt sollten wir hier Arillis Handelshaus aufsuchen. Was natürlich auch gleich tun werden. Ist das hier Arillis Handelshaus? Ja. So, und da ist der Arille. Mit dem quatschen wir jetzt. Vor allen Dingen handeln wir mit dem. So, und wie das mit dem Handeln funktioniert ist, genau. Ich drücke einfach auf die Sachen und die werden zum Glück geschoben. Eimer kann man nicht brauchen. Silberschein kann ich auch nicht brauchen. Silberteller, Tasse, normale Teller. Flaschen. Der kriegt jetzt unseren ganzen Gerümpel. So. Weil später interessieren uns solche Summen natürlich nicht mehr. Aber jetzt ist das nicht schlecht, um ein bisschen Geld zu haben. So, die ganzen Zutaten hier, die verkaufe ich mal noch nicht. Nein, den will ich nicht verkaufen, den will ich nachher anziehen. Ein Eisendolch. Den behalten wir auch mal noch. Die Schuhe kann ich wohl nicht brauchen. Den Flynn. Den verkaufe ich auch, weil es lohnt sich eigentlich eh nie. Brot behalten wir mal. Gold mit Nahrungskranz. Mahuti-Haut. Netzschleder. Die Anweisungen, die weiß ich gar nicht, brauchen wir die. Nachricht Flynn, Nachricht. Also die Anweisung. Nachricht. Aber bringen die überhaupt Geld? Nee, die kommen irgendwann in die Truhe. Papier können wir verkaufen, Kerzenständer können wir verkaufen und das Firmament verkaufen. So, und jetzt gucken wir mal, was der so zu bieten hat. Verkaufswert 211, Geldhändler 800, wollen wir uns überhaupt irgendwas kaufen? Hat der irgendwas Interessantes? Mörser und Stößel des Lehrlings. Das wäre doch schon mal nicht schlecht, wenn man das hat. Und dann kann man hier handeln. So. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was sollten wir rausfalschen, damit wir uns in dieser. Huss! Na gut. Zauber brauchen wir eigentlich nicht. Ich biete die besten Preise der Stadt. Die ich auch nicht habe. Und um des guten alten Feelings willen. Nehme jetzt mal den Eisendolch in die Hand zur Sicherheit. Ich drücke immer auf Escape, um aus dem Inventar rauszukommen. So, und wir wollen nach Balmora. Das hier oben dürfte der Schlichtschreiter sein. Aber um den alten Zeiten willen laufen wir zu Fuß nach Balmora. So, Herz, Balmora. Weg, Melagia, der ist das Abuad-Knabok. Gut, auf geht's nach Balmora, würde ich sagen. Unterwegs kann man natürlich immer ein bisschen Pilze sammeln und so. Sowas kann man immer brauchen hier. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist die Einstellung eines wahren Khajiit. Überall gibt's hier Pilze. So. Da in solche Höhlen geht man lieber noch nicht, weil sind zwar auch tolle Sachen, aber die sind auch bewacht. Ja, da ist nichts drin. Hier. Ganze Schleppschwänze hier plündern. Wohlgemerkt, keine Schlappschwänze. So. Brettpilze. Lecker, lecker Brettpilz. Alles mitnehmen. So. Aber damit wir auch irgendwann ankommen, laufen wir natürlich weiter. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss alles mitnehmen. Ich bin Khajiit. Ein Hyperfazier! So ein seltener schöner Pilz. So, oh, wir sind gar nicht am Weg gelaufen. Egal. Jetzt haben wir wieder hier einen Wegweiser. Ebenherz, Römmchen erstmal. Balmora.
Hier über den Berg geht's nach Balmora. Oh, guck mal, ein Quammer. Oh, der greift uns an. Jetzt wird's schon spannend. Hey, ich bin einmal getroffen. Das Gelbe ist eine Linie. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Ich habe einen Quammer-Kundschafter getötet und die Leiche beseitigt. Pelagiat, Balmora. Auf geht's, ab geht's nach Balmora. Kann ich übrigens springen. Ah, auf E kann man springen. Ha. Jetzt mal ein bisschen schneller. Hier sind Blumen. Eine Weideblume. Und eine Beutelpflanze. Eine Beutelpflanze. Okay, die Weideblume. Sehen wir übrigens unten rechts, haben wir gerade gesehen, das sind auch das Kaida-Inseln. Das speichern wir mal vorsichtshalber Blick inzwischen. Ich weiß nämlich nicht, wie das nach wie vor so schlimm ist. Damals war das immer an diesen Kästchen grenzen. Das lädt immer hier. Kann ich das zeigen? Hier sieht man, die Landkarte sind dann zu Kästchen aufgeteilt. Und wenn man von einem Kästchen ins nächste läuft, da war das zumindest früher immer so, dass man einfach aus dem Spiel rausgeworfen wurde. Dann ist das manchmal alles abgestürzt und deswegen speichere ich ihn inzwischen. Immer und immer und immer wieder. So, noch mehr Gold dran. Oh, nichts drin. Noch ein Gold. So. Caldera, Balmora. Gut. Dann laufen wir hier. Wie in Minecraft, mit Springen geht es einfach schneller. So, und hier jetzt. Pelagiat. Seitenkasse bald machen. Ja, Korbwurzel, aber nichts drin. Hm, schade. Muss erst größer und stärker werden. Erstmal nach Balmora und nach unserem Auftrag gucken. Korbwurzel, da ist nix. Ich springe immer statt die Leertaste zu drücken, Mann. Ich glaube, ich muss meine Tastaturbelegung ändern.
vorne ist wieder eine Wegweise. Ich glaube, da vorne ist gerade keine Wegweise. Mann, ist bei immer noch weit weg. Gucken wir doch heute so an. Hier entlang. Sieht aber nicht so vertrauenserweckend aus da. Hallo Skript. Sieht wirklich nicht sehr vertrauenserweckend aus. Für Geisterpforte. Geisterpforte klingt auch nicht vertrauenserweckend. Wo sind wir? Nein, wir waren. Okay, raus aus dem westlichen Geister. Ah, ist das Palmora? Nö. Palmora habe ich anders in Erinnerung. Aber da steht ein Wegweiser, der muss doch schon sagen, was das ist. Festung der Mondwalker-Legion. Alles klar. One more is hier. Wieso? Ja, da habe ich nichts bestimmt. Was? Kann ich das mitnehmen? Brustgras. Nehmen wir mit. Und Crashkraut. Nichts da. Kann ja echt alles mitnehmen. So schlimm hatte ich es gar nicht mehr in der Richtung. Ich habe wahrscheinlich schon die Hälfte ausgelassen. Jetzt regnet es, aber wir sind nicht am Wasser und deswegen können wir nicht sehen, wie das toll das auf dem Wasser aussieht, wenn es regnet. Es war legendär damals. Laufe ich hier etwa auf Balkon zu? Wenn ich mich recht entsinne, ist es ein ekelhafter, bösartiger Hund, dem ich begegnen möchte. Und nachdem wir jetzt hier angekommen sind. Ups, Metzelwalzen wieder. Nein, beenden wir den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssikowski.